Hallo und herzlich willkommen zu Brüssel, meine Liebe, unserer wöchentlichen Talkshow aus dem Herzen Europas. Ich bin Stefan Grobe und ich begrüße Sie ganz herzlich. Unsere Themen: Seit Jahren bauen sich die Herausforderungen auf, die die europäische Wirtschaft belasten. Und immer mehr wird sich Europa seiner mangelnden Wettbewerbsfähigkeit bewusst. Der EU-Gipfel diese Woche befasste sich einmal mehr mit der Frage, wie die Wirtschaft angekurbelt werden kann. Und? Nach langem Zögern hat die EU Zölle auf chinesische Elektroautos für fünf Jahre eingeführt. Damit sollen die Europäer ermutigt werden, Autos Made in Europe zu kaufen. Im Gegenzug schlug Peking zurück und erhob Strafzölle auf europäischen Weinbrand und Kognak. Wie wird sich dieser Handelskrieg auswirken? Und wird die Entscheidung Brüssels am Ende mehr Schaden als Nutzen? Fragen an unsere heutigen Gäste, und zwar Peter Hefele, politischer Direktor beim Wilfried Martens Center und Timo Lehmann, Brüsseler Korrespondent des Hamburger Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Seien Sie beide herzlich begrüßt. Bevor wir aber in die Diskussion einsteigen, schauen wir uns den aktuellen Zustand der europäischen Wirtschaft einmal an. Geringes Wachstum und zunehmender globaler Protektionismus. Die EU-Wirtschaft befindet sich im Überlebenskampf. Der europäische Konjunkturmotor Deutschland gerät im zweiten Jahr in Folge ins Stottern. Und Frankreich kürzt die Ausgaben und erhöht die Steuern. Alle müssen den Gürtel dramatisch enger schnallen. Derweil stehen die US-Wahlen vor der Tür und einige warnen, dass ein Sieg von Donald Trump Europas Wirtschaft weiter schaden könnte. Angesichts steigender Lebensmittelpreise und Mieten von Athen bis Madrid spüren die Europäer den Druck. Doch die Regierungen haben kaum Spielraum und weitere Sparmaßnahmen könnten das Wachstum in den nächsten Jahren noch mehr bremsen. Ja, keine handfeste Krise, aber doch allemal düstere Aussichten äh, für die europäische Wirtschaft. Was ist denn ihre Prognose, Herr Hefele? Zunächst glaube ich, dass wir zu sehr auf die großen Volkswirtschaften schauen, unbestritten davon, dass sie natürlich die, die Motoren dieses Wirtschaftsraumes sind. Aber wenn wir uns kleinere Nationen anschauen, Polen zum Beispiel, aber auch Griechenland, dann sind die ökonomischen Daten gar nicht so schlecht. Und insofern glaube ich, dass wir sowieso Abschied nehmen müssen von dieser Vorstellung, es gibt hier zwei Motoren in Europa, die das Ganze antreiben werden. Das ist mir viel zu eng auch in der Betrachtung, wir haben damit die, auch die Chancen übersehen, die solche neuen Volkswirtschaften bringen werden, weil wir sowieso in einem dramatischen Umbau der europäischen Volkswirtschaften, auch der, der Lieferketten und so weiter sind. Also ich glaube, wir sollten das Potenzial anderer Nationen viel stärker in den Blick auch nehmen. Naja, die anderen Nationen sind natürlich auch abhängig von dem, was in den großen Nationen passiert. Absolut, das ja. will ich auch gar nicht bestreiten. Das, aber Sie haben was Interessantes gesagt, dass die Daten, ähm, die, die Daten sind auch in den großen Ländern gar nicht so furchtbar schlecht, wenn man sich das anguckt. Also die Inflation geht zurück etc. Ist das so eine gefühlte Malaise eher psychologisch als äh, jetzt ganz, hand, ganz handfest? Naja, ich sage, wenn man jetzt auf die deutsche Wirtschaft schaut, sind da schon Entwicklungen, die einem besorgen können. Also jetzt die Diskussion werden wir gleich auch nochmal ausführlicher haben zur Autoindustrie, was da eigentlich passiert. Wir haben Ankündigungen von VW, dass man Stellen abbauen will. Wir haben äh, die äh, Prognosen, die äh, Herr Habeck in der vorvergangenen Woche vorgestellt hat, dass man langfristig äh, nicht mehr mit einem sonderlich hohen Wirtschaftswachstum rechnen kann. Also ich glaube, das sind schon Punkte, wo man sagen muss, ähm, 20 Jahre hat sich vieles sehr, sehr im Positiven für die, für die deutsche Wirtschaft entwickelt, wo alles darauf hinausläuft, dass es gut läuft. Und jetzt stehen wahrscheinlich Jahre bevor, wo es weniger gut läuft. Aber ich teile diese Ansicht auch, dass, man das, ähm, dass es durchaus innerhalb der EU da eben auch Länder gibt, bei denen es positiver aussieht und man vielleicht auch dazu kommen muss, die ganze europäische Wirtschaft anzuschauen und dass die Politik sich sehr, sehr alle, also auch Frankreich, immer sehr, sehr eng darauf schaut, was passiert im eigenen Land, ohne europäischer zu denken, wie es wirtschaftlich weitergeht. Deutschland Autoindustrie, sicher ein Punkt, der geht es nicht so gut. In anderen europäischen Herstellern ist ähnlich. Das Problem der sinkenden Wettbewerbsfähigkeit wurde gerade auch angesprochen. Das gilt nicht nur für Autos, aber auch für, für, für andere Sachen, Hightech und so weiter. Wir, wir hinken so ein bisschen, laufen so den Entwicklungen hinterher. Ne? Das meine glaube ich, dass wir in einer ähnlich dramatischen Strukturkrise und um Strukturumbruch stecken wie in den 70er und 80er Jahren. Und wenn ich das vorweg bemerken darf, ich hoffe nicht, dass wir die alten Rezepte wiederverwenden. Das heißt, mit Subventionen auch Strukturen aufrechterhalten. Wir sind hochverschuldet. Grundsätzlich, das ist ein Schwachpunkt aller europäischen Volkswirtschaften. Wir sollten, ich teile Ihre Meinung, dass wir harte Jahre vor uns haben, aber wir sollten nicht zu diesen Schlüssen kommen. Wir könnten sie in irgendeiner Weise mit Subventionen retten oder den Wandel verhindern. Übrigens glaube ich auch, und das das ist ein bisschen das, was wir in der Diskussion über den Draghi-Report auch haben, dass wir zu sehr auf andere Volkswirtschaften gucken und an deren Modelle. Ich bin nicht so überzeugt von der amerikanischen Volkswirtschaft, wenn man da etwas genauer hinguckt, dann hat die massive Schwächen. Die industrielle Schwäche der USA ist endemisch, die ist nicht beseitigt. Und China nun, darauf werden wir nachher auch nochmal zu sprechen kommen, hat ähnliche Strukturprobleme, die auch andauern werden. Also ich glaube, wir müssen uns stärker auf die, die eigenen Chancen eines europäischen Wirtschaftsmodells auch fokussieren. Wir, wir können nichts kopieren. Wir sollten deswegen auch nicht so in, in Panik verfallen, sondern die Kraftquellen, die wir haben, auch schöpfen. Und da ist einiges da. Ja. ja, würde ich ein bisschen zumindest anders sehen. Ich meine, grundsätzlich ist es äh, sicherlich so, dass man nicht mit Subventionen irgendwelche Industrien aufrechterhalten sollte, die man künstlich am Leben hält, die wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll sind. Aber wenn man sich eben anschaut, äh, wie wir international dastehen, was in den USA passiert, wie viel, mit wie viel Geld man dort äh, versucht hat, die Wirtschaft wiederzubeleben, äh, dann sagen Sie jetzt, okay, wenn man ganz genau hinschaut, geht es der Wirtschaft trotzdem nicht sonderlich gut aber insgesamt ist der effekt dort äh, in dem land auf jeden fall dass sehr viele arbeitsplätze erhalten werden können dass die konjunktur äh, angekurbelt werden kann und da, da könnte man sich schon erhoffen dass im, in der eu in europa auch äh, dinge angeregt werden auch von staatlicher seite äh, um der wirtschaft äh, in solchen schwierigen zeiten mehr zu helfen. wir hatten die berichte von herrn von Herrn Letter, die im Grunde so die in dieselbe Richtung gehen. Ich Nochmal auf die Wettbewerbsfähigkeit. Deutsch, die deutsche Wirtschaft basiert im Grunde auf Produkten, die alle im 19. Jahrhundert erfunden wurden. Und ähm, wir haben Schwierigkeiten, äh, wahrscheinlich weil wir jahrelang von, von guten, äh, guten Zahlen gelebt haben, Schwierigkeiten uns umzustellen. Warum ist das so? Sind die deutschen Produkte nicht mehr gut genug heute? Ist die Qualität nicht? Sind die anderen besser? Sind die, stimmen die Rahmenbedingungen nicht mehr? Was ist der Grund, dass wir da so ins Hintertreffen geraten sind? Man kann es ja auch deutsch/europäisch äh, äh, hinterfragen. Also Sie haben die Flexibilität des amerikanischen Marktes auch im Blick auf die Arbeitsmarktzahlen gesehen. Das ist ein bekanntes Phänomen, das die amerikanische Wirtschaft deutlich... Schneller reagieren kann in die eine wie die andere Richtung. Wir haben klassische Probleme im Research and Development, im Forschungs- und Entwicklungsbereich, der Übergang in die Produktlinien. Wir haben die klassischen Finanzierungsprobleme, dass wir das Kapital nicht ausreichend mobilisieren. Das sind aber Sachen, die nun keineswegs neu sind. Die sind strukturell schwächen, ja. die wir angehen müssen. Das sind die beiden Berichte, die Sie genannt haben, natürlich in der Tat zutreffend. Aber ich glaube, dass wir auch die, die außenwirtschaftlichen Beziehungen nochmal anders anschauen müssen. Und wir haben da auch viel an Wachstumspotenzial vergeben in Europa, weil wir zum Beispiel im Bereich der Handelsverträge einfach nicht wirklich weiterkommen. Das heißt, wir gehen nicht in Märkte, die deutlich höhere Wachstumsraten haben. Ja, der transatlantische Raum ist nach wie vor der wichtigste Wirtschaftsraum, aber da ist nicht so viel Potenzial drin und wir werden sicherlich später noch mal auf die politischen Entwicklungen kommen. Ich glaube, dass ja, wir andere Märkte, wir. sei es Lateinamerika ja. oder Südostasien, nicht in dem Maße äh, äh, reinbringen in unsere Wirtschaftsleistung, wie es könnten, wie wir es könnten. <laughs> wir wollen mal die eine die erste Stellungnahme hier einspielen. Ähm, diese Woche hat die Versicherungsgesellschaft Allianz Trade neue Daten veröffentlicht, die von einem starken Anstieg der weltweiten Unternehmensinsolvenzen warnen. Sie schätzen demnach, dass im nächsten Jahr über 1,6 Millionen Arbeitsplätze in Europa und Nordamerika gefährdet sein könnten. Wir haben einen der, der, der Autoren der Studie in Paris nach Lösungen gefragt. Das hat er gesagt. Es gibt keine magische Lösung. Es handelt sich um eine Ergänzung einzelner Fälle, denen wir vertrauen müssen. Ich denke etwa an Chefs von Unternehmen und Finanzdirektoren, die alles Notwendige tun, um ihr Geschäft am Leben zu erhalten. Doch der Wettbewerb ist hart, insbesondere in eigenen Branchen. Was können die Institutionen sonst noch tun? Es geht zudem darum, alles Notwendige zu tun, um den Umwelt- und Regulierungskontext so transparent und effizient wie möglich zu gestalten. Und zwar ohne in letzter Minute große Änderungen vorzunehmen, die es Unternehmen erschweren würden, Geschäftsentscheidungen vernünftig zu planen. Ja, meine Meinung. Kommentar: Sie wollten vorher was sagen. Ähm ich kann auch dazu, gerne ja. zu, der, ja. zu der Frage der Wettbewerbsfähigkeit oder warum zum Beispiel Innovation in anderen Ländern. Ich meine, wenn man nochmal das Beispiel Autoindustrie nimmt und schaut, was, was hat China gemacht, die haben ja sozusagen sehr, sehr staatlich kontrolliert, versucht dort die E-Mobilität anzusetzen vor 20 Jahren, wo es viele Jahre lang nicht funktioniert hat. Und hm. heute sind sie dann in dem Bereich. Mit den vielen Startups oder inzwischen ja teilweise auch schon großen Unternehmen sind sie da technisch der, der Vorreiter und haben alle klugen Köpfe, die dort in dem Entwicklungsbereich sind, sind inzwischen da in der, in der Autoindustrie und nicht mehr hier. Und da kann man sich fragen, ob man möglicherweise nicht frühzeitiger hätte auch ähm, hier äh, die Weichen stellen müssen, um da eine Wende herbeizuführen. Es ist ja nicht so, dass man das nicht auch vor 10, 20 Jahren erahnen hätte können, dass sich da was anderes entwickelt. Und ich glaube, das sind Fehler in der, in der Vergangenheit gemacht wollen über China und Autos ähm, später nochmal äh, zurückkommen. Ähm, hier angesprochen wurde die Regulierungsproblematik äh, und er sagt, das darf also nicht äh, ausufern und so weiter und die Unternehmen brauchen Klarheit und nicht ähm, in einem Umfeld arbeiten müssen, was sich ständig, ständig ändert. Ist da was dran? Ja, das sind beides entscheidende Elemente. Ähm, ich hoffe, dass in der neuen Legislaturperiode etwas kritischer auf neue Regulierung geschaut wird, zumal wir für große Bereiche die Regulierung bereits haben, wo es um die Implementierung und auch das Monitoring dieser Maßnahmen geht. Und das andere ist in der Tat die Erwartungssicherheit. Ähm, das ist für Unternehmen meiner Ansicht nach der entscheidende Faktor, weil wir bei der gesamten Transformation, von der wir ja sprechen, über Lange Zeiträume sprechen, wo wir nicht in ein, zwei Jahresrhythmen denken, sondern in 10, 15, 20 Jahren. Mhm. Und das ist das, was wir aus den Unternehmen am meisten hören, dass sie sagen, bleibt bei diesen Regelungen, auch wenn sie schwierig sind, im Bereich auch des Monitorings und des Reportings, aber gibt uns einen festen Rahmen. Dann können wir Investitionsentscheidungen treffen und das ist ein entscheidender Punkt. Mhm. Was ist mit der künstlichen Intelligenz? Gefahr für Arbeitsplätze oder eine Chance oder beides? Man hat als vor, vor über 100 Jahren das Auto erfunden worden, die Leute, die also Kutschunternehmen äh, äh, betrieben haben, äh, waren dagegen und äh, äh, es kommt also irgendwann. Auch die künstliche also Intelligenz kann man also nicht stoppen, aber im in, in, in derzeitigen Kontext. Wie sehen Sie das, Herr Lehmann? Eher positiv, eher negativ? Ich, also grundsätzlich bin ich jemand, der erstmal positiv auf solche neuen Entwicklungen schaut und wo sind die Chancen und nicht, wo sind die Risiken. Aber natürlich ja. muss man schon auf die Risiken schauen, aber wenn man jetzt eben schaut, wie, wie die EU das gemacht hat oder welche Message äh, von der Regulierung ausging, dann war es erstmal was Bremsendes. Und das kann natürlich auch wirtschaftlich langfristig zum Nachteil führen, wenn man erstmal die erstmal bevor überhaupt sich irgendwas entwickeln kann, schon Grenzen setzt auch für Punkte, von denen man glaubt, sie könnten irgendwann technisch erreicht werden, dass das möglicherweise problematisch ist. Weil ich glaube, man muss, man wird das nicht aufhalten. Man kann bestimmte technische Entwicklungen ja. überhaupt nicht aufhalten. Sie werden kommen und dann sollte man auch schauen, wie kann man das am besten nutzen. Ja. Ich glaube nicht, dass Digitalisierung oder äh, Künstliche Intelligenz die magischen Zauberstäbe sind. Ähm, was mir viel mehr Sorgen macht, ist das Humankapital. Mhm. Das sind, ist eigentlich ein Klassiker, aber das ist immer noch einer der entscheidenden Produktionsfaktoren. Und wenn wir uns im Bildungssystem umschauen, wo wir einen leider langsamen Abschwieg auch der Qualif des Qualifikationsniveaus haben, äh, dann mache ich mir über diesen Faktor deutlich mehr mhm. Sorgen. Und da spielen natürlich die Fragen von Migration, Integration. Rein wie auch ähm, natürlich demografische Effekte, wo wir die Kannfragen nicht wirklich ja. dramatisch angehen. Zu den Dingen, die derzeit nicht helfen, äh, gehören globale Unsicherheiten. Ja, an allen, vor allem, allen voran der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl in zweieinhalb Wochen. In Europa befürchten nicht nur viele Politiker eine Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus, sondern auch zahlreiche Wirtschaftsexperten. Und zwar nicht nur wegen Trumps Politikstil, sondern wegen seines wirtschaftlichen Programms. Der Chef der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, sagte diese Woche Folgendes. Äh, Trumps Sieg könnte von drastischen Zollerhöhungen und einer expansiven Fiskalpolitik begleitet sein. Dies könnte zu spürbaren Wachstumseinbußen in der Eurozone und in Deutschland führen führen. Ja, soweit äh, der Bundesbankdirektor-Präsident. Äh, Sehen Sie das ähnlich? Droht uns nun eine bleiernde Zeit, wirtschaftlich gesehen, wenn, wenn, wenn Trump äh, wieder ans Ruder kommt? Also ich bin da ein bisschen agnostisch sozusagen. Ich glaube, dass wir bei beiden Lagern mit äh, vergleichbaren Maßnahmen auch rechnen müssen. Was, sich, was uns jetzt auf die Füße fällt, ist, dass wir das transatlantische Verhältnis wirklich nicht breiter aufgestellt haben. Wir haben ganz wenige Plattformen und Kanäle in beide Lager übrigens die solche Sachen im Vorfeld hätten auch regeln können. Und wenn wir über das Thema Protektionismus reden, dann würde ich gar nicht so weit gehen. Auch die Tendenzen in Europa selber, wenn man sich die geänderten Mehrheitsverhältnisse im Parlament anschaut und so weiter, in den Nationalstaaten, da sind wir nun keine Heiligen. Ähm, da mache ich mir ehrlich gesagt mehr Sorgen auch um die eigene europäische Position. Naja, wenn Trump dann gewählt wird, dann kommt er noch äh, eine Stufe drauf. Nicht? Also äh, das ist ja auch nicht, das ist ja mit Ansage. Ne? Also 200 Prozent Zölle und was weiß ich. Mhm. Also diesen wirtschaftlichen Konflikt wird man wahrscheinlich auch mit einer US-Präsidentin Harris haben. Aber bei Trump kommt ja noch ein etwas drauf, zum Beispiel die Unterstützung der Ukraine. Und wenn die wegfällt, dann muss sich Europa fragen, was macht sie? Kann sie irgendwie es schaffen, das zu ersetzen? Und wenn man sich das anschaut in Frankreich, wie sind die Staatshaushalte gerade aufgestellt? Es ist eigentlich kein Geld da. Dann kommt man schnell zu der Frage, bräuchte es vielleicht gemeinsame EU-Schulden? Dann ist Deutschland das, was auf der, auf der Bremse steht. Dann müssen sich aber auch die CDU oder die FDP auf einmal die Frage äh, gefallen lassen, whatever it takes, aber nicht die, nicht die Schuldenbremse und ähnliches. Also ich glaube schon, dass man da in eine, in, eine, in eine ganz schwierige Situation kommt. Und auf der anderen Seite, klar, wir sehen das jetzt auch bei den Zöllen gegenüber China. Ich meine, EU ist das Land, das eigentlich, auch wenn Sie sagen, man hat nicht genug auf Freihandelsankommen und ähnliches gesetzt, aber es ist eigentlich äh, von den Playern noch das, was am meisten darauf setzt auch, äh, und sich nicht eben wirtschaftlich abschottet. Und es könnte durchaus sein, dass, dass sich das in den nächsten Jahren dann anders entwickelt und sich in den, in den anderen Parteien, in den Konservativen und in den Rechtsextremen, da wird das ja schon gefordert, extrem rechten, ja, ja, ähm, ja. dass sich das mehr durchsetzt. Ähm, Sie haben das Humankapital angesprochen, ähm, eigentlich das wichtigste Element in der, in der ganzen Diskussion. Ähm, bei allen düsteren Prognosen gibt es denn auch positive Entwicklungen, etwa auf dem Arbeitsmarkt. Denn Eurostat zufolge ist die Werbslosigkeit in der EU seit einem guten Jahrzehnt auf dem Rückzug. Wir haben es hier in der Grafik. Im laufenden Jahr ging die Quote europaweit auf 6% zurück. Das ist ähm, eine Zahl der, ein, ein, ein Durchschnitt natürlich. Ähm, was bedeuten diese Zahlen für die Wirtschaft? Ist das nicht eigentlich ein Grund zur Zuversicht oder versteckt sich dahinter auch, verstecken sich dahinter auch, auch ganz andere äh, komplexe Situationen? Ja, dieser Durchschnitt sagt relativ wenig. Wir müssen uns sehr genau die, die Regionen auch in Europa anschauen und in vielen ist es ein negatives Beispiel, weil niedrige Zahlen auch mit einer Emigration hm. zusammenhängen. Das ist ein Thema, das wir in Spanien, Italien, in Griechenland... In im Balkan diskutieren, wo wir langfristig äh, das Wachstumspotenzial dramatisch runterziehen. Und wenn wir über Erweiterung sprechen, dann würde das ja auch eine gewisse Angleichung von Lebensverhältnissen bedeuten. Da sind wir weiter denn je weg, weil uns schlichtweg die Menschen fehlen, die mhm. dieses Wachstum, die Integration vorantreiben können. Die Frage ist auch immer, sind, sind das Jobs, die auch äh, fair und korrekt bezahlt werden oder ist das... Äh Wem nutzt, äh, ich meine, die Arbeitslosenzahlen, wenn sie unten sind, ja, aber dahinter verbergen sich eben auch ganz, ganz äh, kritisch zu sehende Arbeitsverhältnisse, nicht wahr? Ich meine, Deutschland ist ja auch ein Beispiel. ja, Also vor, äh, sage ich mal, der rot-grünen Rot Regierung Ende der 90er Jahre, Deutschland galt als kranker Mann Europas, dann hat man die Agenda 2010 auf den Weg gebracht und deutlich mehr Leute in Arbeit gebracht. Arbeitslosigkeit ist dadurch... Äh, kein großes Problem mehr gewesen, aber es hat eben auch ähm, Jobs geschaffen mit Leuten, die, die wenig, äh, wenig verdient haben und hat Leute in den Markt gedrückt. Und da, da muss man heute sagen, hätte man vielleicht noch andere ähm, Zahnräder drehen können, um sowas zu verhindern. Ich, manche sagen ja auch, dass es einer. Einer der Mitgründe, warum auch äh, Parteien wie die AfD oder das BSW äh, stark geworden sind. sage, ja. weil wir ein Segment im Arbeitsmarkt haben, das sich eigentlich verfestigt hat, wo wir auch kaum Möglichkeiten haben, durch Qualifizierung höhere Wertschöpfung zu erzielen. Und mhm. das ist eigentlich was das Ziel von Wirtschaftspolitik. Und ich stimme Ihnen absolut eine politische Reaktion, ist genau das Anwachsen dieser Parteien, weil sie im unteren Mittelschichtsbereich äh, diese Abstiegsängste haben, diese mangelnden Entwicklungsperspektiven. Äh, das sind für mich die eigentlichen politischen mhm. Herausforderungen. Wenn man äh, in Europa sich Europa anguckt, ähm, ist ein, ein großes Problem die Jugendarbeitslosigkeit, vor allen Dingen in Südeuropa, Spanien mhm. Griechenland, die so zahlen 20, 25 Prozent, eigentlich äh, nicht äh, gut äh, vorstellbar. Äh, um zu erfahren, was Millennials und die Generation Z oder Sie inmitten all des Geredes über eine stagnierende EU beunruhigt, haben wir gesprochen mit Andrea gerosa dem Gründer von Think Young in Genf. Das hat er gesagt. Offensichtlich herrscht eine hohe Inflation, die Druck auf Löhne, Gehälter und Kaufkraft ausübt, aber auch auf die Möglichkeit, sich Wohnraum zu leisten, was derzeit für junge Menschen ein großes Problem darstellt. Und das zweite wichtige Thema, wir sehen es oft, ist die physische Gesundheit. Das ist ein großes Thema für junge Menschen, insbesondere in Europa. Schließlich bedeutet Wachstum den Abbau aller Bürokratie, den Binnenmarkt, viele Elemente, die wir kennen, die aber stark vorangetrieben werden sollten. Und Europa hinkt hinterher. Wenn wir also auf die nächsten zehn Jahre blicken, müssen wir uns wirklich steigern. We need really to, to step up. Konnte man erwarten, viel viel Unsicherheit und Stress, gerade bei jungen Leuten, ist natürlich kein Rezept für, für Optimismus. Wie kann jungen Menschen geholfen werden? Oder hat, hat die Gesellschaft eine Botschaft an, an, an junge Leute, die darunter leiden? Oder welche Botschaft sollte das sein? Also ich würde sagen, dass man auch über die Vermögensverteilung in den europäischen Ländern reden müsste, gerade wenn es um Generationen geht. Wir sehen ja, jetzt in den nächsten Jahren die, die Boomer-Jahrgänge, die geburtenstarken Jahrgänge in, in Rente gehen werden. Und das sind die, die westlichen Boomer-Generationen, sind die reichste Generation, die dieser Planet je gesehen hat. Und wenn man sich die Vermögensverteilung anschaut, ist es relativ eindeutig, dass die nachfolgenden Generationen dieses äh, Leben, was äh, die Eltern und Großeltern geführt haben, so diesen Lebensstandard nicht mehr fortführen können. Und man sieht da, wenn man jetzt zum Beispiel in Deutschland schaut, was da gerade an, an Belastungen auf, auf uns zukommt. Ja, man plant eine Rentenreform, wo höhere Rentenversicherungsbeiträge, höhere ähm, Krankenversicherungsbeiträge, höhere Pflegeversicherungsbeiträge. Gleichzeitig wird das alles noch mit Steuern zusätzlich äh, finanziert, äh, diese ganzen Modelle. Das ist einfach ein riesiges Demo demografisches Ungewicht und ich glaube, da müsste man mehr schauen, dass man die Jüngeren entlasten kann und müsste auch über harte Einschnitte bei den älteren Generationen sprechen. Sehr interessant. Wir machen nach der Pause weiter. Vielen Dank für diese erste Runde. Ähm, danach droht ein Handelskrieg zwischen der EU und China. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück zu Brüssel, meine Liebe. Unsere Gäste sind immer noch Timo Lehmann und Peter Hefele. Der Europäische Rat hat Strafzöllen auf chinesische Elektroautos grünes Licht gegeben. Ein Erfolg für Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gegen den ausdrücklichen Widerstand aus Deutschland. Für die Regierung hat dies kürzlich Wirtschaftsminister Robert Habeck so begründet: Meine Position kennen Sie. Ich halte die nachgewiesene Position von Europa für glaubwürdig. Ich glaube, es ist in der Tat belegt, dass China mit Subventionen. Künstlich über Kapazitäten hochfährt, um Märkte zu übernehmen, aggressiv zu übernehmen. Gleichwohl bin ich kein Fan von, von Zöllen, von Ausgleichszöllen, weil das wahrscheinlich zu Gegenmaßnahmen führen wird und uns in einen Zollstreit vielleicht Krieg mit China verwickeln wird. Ich dringe also auf eine politische Lösung. Ja, die ersten Gegenmaßnahmen sind ja bereits. Ähm angekündigt äh, worden zölle auf äh, brandy und cognac ähm, da kommt deutschland noch einigermaßen äh, gut bei weg ähm, aber die gefahr ist natürlich da ein zollstreit mit äh, china. wie groß ist diese gefahr? wie lange könnte dieser anhalten? und wer zahlt am ende die zeche? Ich glaube, dass wir das größte Problem dahinter sehen müssen und das ist die, das Thema der ökonomischen Sicherheit, Economic Security, dass wir natürlich damit angehen und da ist auch nicht deutlich kommuniziert in der Öffentlichkeit, dass das natürlich seinen Preis hat. Wenn wir über die Risking, über Resilienz sprechen, diese schönen Schlagworte, die wir andauernd hören, mhm. dann müssen wir das irgendwann einpreisen und das müssen wir dem Verbraucher, auch den Unternehmen relativ deutlich sagen. Das ist für mich der größere Rahmen, innerhalb dessen wir die Diskussion führen. Ich hatte vorher auch das Thema fehlender Diversifikation angesprochen. Wir haben gar nicht so viele Möglichkeiten, auch auszuweichen, weil wir zwar die Rhetorik haben, dass wir dringend neuen Markt erschließen müssen und nicht mehr so abhängig sind. Aber wenn wir uns die, die Zahlen anschauen, auch das Handeln von Unternehmen, dann sehe ich da nun wirklich keine Zeitenwende in dieser Hinsicht. Ja. Dann habe ich gesagt, es ähm, muss eine diplomatische Lösung mit China gefunden werden. Wie könnte die aussehen? Und haben wir da nicht ganz schlechte Karten gerade im Automobilbereich? Also, ich glaube schon noch, dass man es schafft, äh, da eine Lösung zu finden. Vielleicht wird es noch mal ein bisschen hin und her gehen und es wird weitere Reaktionen geben und ähnliches. Aber am Ende hat ja auch die chinesische Seite eigentlich kein Interesse, dass sich das völlig hochschaukelt. Und deswegen kann man schon davon ausgehen. Ich meine, die Reaktion, die Sie jetzt angesprochen haben, ist da noch eine relativ weiche äh, Reaktion und, ähm, ich glaube schon, dass, es da, dass, man das, dass, man das, dass man jetzt nicht in einem Handels, völlig eskalierenden Handelskrieg mit China sich da in wenigen, in wenigen Jahren wiederfinden wird. Wie ist das mit den Elektroautos? Ist die europäische Autoindustrie überhaupt zu retten mit Strafzöllen auf chinesische Produkte? Hat Europa da nicht irgendwas verschlafen in den letzten Jahren? Das einerseits, und wenn wir schauen, was in den Autos drinsteckt, dann sind das zum großen Teil bereits chinesische Produkte, weil China nicht gewartet hat, bis wir mit relativ unscharfen Waffen dagegen schlagen, sondern sie haben massiv investiert. Sie haben wirklich diversifiziert, sowohl in den asiatischen Regionen äh, als auch in Europa selber. Insofern sind wir eigentlich schon wieder mal einen Schritt hinterher und die Instrumente, die wir uns so schön bereitgelegt haben, sind relativ stumpf. Ja, glaube ich. Okay. Ähm, Handelskonflikt, ich habe es schon mal angedeutet, müssen am Ende immer die Bürgerinnen und Bürger ausbaden. Wir wollten die Meinung äh, hören vom Europäischen Verbraucherschutzverband. Hier ist sie. We need to Wir müssen Anreize für Autohersteller schaffen, kleinere Modelle zu bauen, die effizienter und billiger sind. Wir brauchen auch einen Gebrauchtwagenmarkt für Elektrofahrzeuge, den es heute nicht gibt. Und das erfordert andere notwendige Maßnahmen, um diesen Markt zu entwickeln und ihn für die Verbraucher zugänglicher zu machen. Die Solar-auf-Elektrofahrzeuge aus China sind nur eine Komponente zum Schutz des Wettbewerbs im Binnenmarkt. Aber es muss sicherlich noch viel mehr getan werden, wenn man Autos für alle Verbraucher zugänglicher machen will. Ja, Elektroautos sind immer noch sehr teuer. Äh, außer den kleinsten Modellen, aber nicht jeder braucht ein kleines Modell. Ist das eigentlich ein Fehler der Autoindustrie gewesen oder ähm, der Politik? Warum, wenn man doch will, dass die Bevölkerung umsteigt, warum macht man es dann so schwer? Ich glaube, das haben äh, beide Seiten äh, haben da äh, verschulden dran. Einerseits gab es Unternehmen, die natürlich auf kurzfristige Gewinne geschaut haben und wie Beispiel China, wo der Staat sozusagen 20 Jahre vorher mit Investitionen reingegangen ist, ist das im kurzfristigen Gedanken von, von Unternehmen äh, nicht unbedingt, ähm, unbedingt mit viel Anreiz verbunden. Und äh, die Politik hat diese Entwicklung vielleicht nicht wahrhaben wollen. Hat vielleicht auch, ich meine, die Interessen sind ja aus der Wirtschaft und auch gleichzeitig aus den Gewerkschaften, sind da ja ähnlich. Und ich glaube, dass man da politisch was verschlafen hat. Die Frage ist, ob diese chinesischen Autos, die jetzt, also so wie ich das äh, höre und sehe, das sind ja auch fast ganz von der Kultur her andere Autos. Ja? Also da geht es nicht um. Die haben dann irgendwie ähm, Karaoke-Funktion und man kann die mit Sprache bedienen und so weiter. Und ob diese also das ist irgendwie total high entertainment, was worauf der sehr viel Wert gelegt wird, ob sich diese Autos hier auf dem Markt durchsetzen. Ähm, wird das, das, das zweite Problem immer noch das ähm, ungenügende Auflade Netzwerk. Wenn man also von Deutschland weite Reisen machen kann, kann man entweder in die Niederlande oder nach Frankreich fahren. Denn nur dort gibt es also ähm, genügend Stationen. Warum geht das nicht schneller? Ich glaube, das ist ein Teil eines größeren Problems, das wir früher als Mobilitätswende bezeichnet haben. Und ich erinnere mich noch an Aussagen von Mercedes, wir sind jetzt ein Mobilitätskonzern. Das heißt, wir fokussieren nicht auf ein bestimmtes Produkt, sondern auf die Dienstleistung Mobilität. Und da haben wir nun verschiedene Träger. Das kommt in der ganzen Diskussion übrigens auch zu kurz. Wenn wir diesen Übergang zwischen verschiedenen Verkehrsregeln nicht hinbekommen, dann wird uns auch die Mobilitätswende nicht gelingen. Und ja, die Europäische Union hätte da möglicherweise starker Druck ausüben sollen auf die Vereinheitlichung auch von Ladestrukturen. Auf die, das hat China sehr massiv natürlich geschaffen. Sie haben auch Zentren und Zonen geschaffen, wo sie das einige Jahre systematisch äh, experimentiert hatten. In Shenzhen zum Beispiel, wo sie die gesamte Stadt eigentlich umgestaltet haben auf Elektromobilität. Solche Zonen, solche Kerne gab es in Europa eigentlich nicht, wo wir auch Sachen mhm. demonstrieren konnten. Mhm. Aber ist der, der Markt ist ja in Stocken geraten. Der, der Elektroautos in Europa, jetzt wird wieder diskutiert, sollen wir den Verbrenner nicht doch noch länger am Leben halten und so. Die Leute sind verunsichert. Es gibt keinen, den ich kenne, der ein Auto kaufen will und sagt, ich, ich weiß nicht, ich muss warten, was sich am Ende durchsetzt und so. Aber das ist doch das, dieses ich, Unsicherheit und das Nichtwissen, wo es lang geht, das ist doch das Problem. So ist es. Also ich glaube, dass das gerade am schädlichsten ist, dass diese Diskussion keinen Endpunkt findet, sondern dass man hier das Gefühl hat, man verzettelt sich politisch und äh, es heißt ja, dass jetzt möglicherweise in den nächsten drei, vier Monaten wieder ein neuer Kommissionsvorschlag kommen soll, um das stärker zu öffnen, äh, den, den Verbrennermotor nicht komplett äh, ad acta zu legen, sondern mit Wasserstoff oder ähnliches. Oder Gut. Was? Da warten wir mal ab. Ja, genau. ähm, das soll es zu diesem Thema äh, gewesen sein. Vielen Dank an unsere Gäste und an unsere Zuschauer. Bleiben Sie bei Euronews. Willkommen zurück zu Brüssel, meine Liebe. Ich bin Stefan Grobe, immer noch zusammen mit Peter Hefele und Timo Lehmann. Angesichts leerer Haushaltskassen wird vielerorts eine alte Idee in der Finanzpolitik wieder populär. Reiche und Superreiche sollen besonders zur Kasse gebeten werden. Die neue konservative französische Regierung plant die Rückkehr zur Vermögensteuer. In Deutschland wollen die Sozialdemokraten in ihrem Wahlprogramm eine stärkere Belastung von Vermögenden aufnehmen. Und auf internationaler Ebene wollen die G20-Staaten eine gezielte Steuer für Milliardäre prüfen. Ehe wir hier in die Details gehen, sind solche Maßnahmen sinnvoll? Also für mich ist das Populismus, reinsten ist? Wir haben die Diskussion zyklisch, die kommen alle fünf bis zehn Jahre. Die Ziele, die damit verfolgt werden, kann man anders meiner Ansicht nach viel effektiver erreichen. Nehmen wir nur ein Beispiel, das auch in der Diskussion geführt wurde über, über Klimawandel. Das können Sie über Preise. Viel gezielter an bestimmten Produkten machen, meiner Ansicht nach, wenn es um die Verhaltenslenkung geht. Äh, dann haben sie weniger externe Effekte, weil diese großen Sachen auch auf der globalen Ebene sehr, sehr schwierig durchzusetzen sind. Wir haben die Diskussion in der OECD seit 15, 20 Jahren. Wir haben dort einiges geschafft, mhm. was die Harmonisierung angeht, auch den Datentransfer. Aber wenn es im Bereich der Besteuerung gehen würde, äh, habe ich sehr, sehr große Zweifel und die Vermeidungsmöglichkeiten sind natürlich nach wie vor gigantisch. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, ähm die Ära Kohl, wo also ein das, das Thema ähm, als Neidsteuer <laughs> abgekanzelt wurde, das hört man eigentlich äh, zurzeit nicht mehr, ne? Ich glaube auch, die, die Aussicht darauf, ob man das, weil man, wenn man es macht, muss man es, glaube ich, global machen. Also wenn Deutschland jetzt anfängt, äh, die Vermögensteuer wieder einzuführen oder Frankreich oder ähnliches, da ist einfach die Gefahr so groß, dass natürlich um die. Die großen Vermögen, die es geht, natürlich können die einfach woanders hingehen. Und natürlich können die irgendwie Wege finden, ähm, wo die Besteuerung. Man muss versuchen, europäische Harmonisierung oder global der Ansatz von G20, dass man da versucht reinzugehen. und Weil die Ungerechtigkeit ist offensichtlich. Da sind äh, Milliardäre, die äh, 20 Prozent Steuer zahlen, und der, der Mittelstand in, in, in den westlichen Ländern ist die Besteuerung bis zu 40 Prozent hoch. Und das. Das ist einfach eine zu große Ungerechtigkeit. Bevor Sie antworten, ich weiß <laughs> ungefähr, wo Sie, äh, worauf Sie hinaus wollen. Ich will nur mal gucken. Die Reichensteuer war im vorige, vorige Woche auch im Europäischen Parlament ein Thema. Wir haben zwei Debattenbeiträge für Sie ausgesucht, von der äußersten Linken und der äußersten Rechten. Ähm, hören wir mal rein. Der kulturelle Kampf, den wir seit Jahren führen, beginnt endlich Früchte zu tragen. Sogar die G20 fordert mittlerweile eine Besteuerung von Milliarden. Worauf warten wir also noch? Wollen wir, dass es 20 Millionen Jahre Mindestlohn braucht, um das Vermögen von Bernard Arnault zu erreichen? Wir sind auf dem besten Weg, diese großen Vermögen stärker zu besteuern. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, dass jeder Staat die Kontrolle über die eigenen Steuereinnahmen behält. Diese Anzahl darf nicht vom Vorwand für Eingriffe in die Kompetenzen der Mitgliedstaaten werden. Dans les compétences des États -membres. Links- und Rechtspopulisten ziehen hier äh, an einem Strang. Geht es da primär um das Stopfen von Haushaltslöchern oder um Steuergerechtigkeit? Also ich teile Ihren Punkt, dass wir ein extremes Maß an Ungleich und Ungerechtigkeit in den bestehenden Steuersystemen haben. Aber ich würde an ganz anderen Stellen ansetzen, und zwar innerhalb der bestehenden Systeme, die übrigens auch leichter zu reformieren sind, im Bereich der Verteilung, zum Beispiel der Anpassung auch an Inflationsentwicklungen. Das sind leider keine so besonders sexy messages, die wir da rausbekommen, aber sie sind übrigens auch von den Erträgen her viel höher, wenn wir in die Reform bestehender Systeme gehen und ähm, wenn wir gucken, wo heute Ungerechtigkeiten liegen, dann liegt das im Bereich der Mittelschichten. Das sind die Schichten der Bevölkerung, die einerseits immer so als Leistungsträger bezeichnet werden, die aber mit einer der höchsten Steuerlasten haben und auch hm. gerade in der jüngeren Generation. Hm. Also ich bin sehr dafür, an diesen Stellen anzusetzen. Das ist teilweise nationale Kompetenz, da kann man auch schneller umschalten. Und... Äh, äh, Nochmal, im Beitrag... Ähm, von der der ähm, Linksabgeordneten wohl gesagt, dass ähm, man zehn Millionen Jahre Mindestlohn braucht, um auf das Vermögen von Bernard Arnault zu kommen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber die 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 äh, äh, Größenordnungen sind ja in etwa in etwa so. Ne? Und wir haben ja auch die Gehälter von Top-Managern die äh, ein Vielfaches der Belegschaft äh, ausmachen. Leute nennen das obszön. Manchmal sind solche Gehälter eigentlich zu rechtfertigen. Ich finde, das ist durchaus eine Debatte, die man führen muss. Und das ist auch nicht eine nur für Links außen, sondern die muss eigentlich auch äh, bei Sozialdemokraten und so weiter wieder stärker äh, geführt werden, die Verteilungsfrage, weil natürlich sieht man dass sich da was verschoben hat und dass bestimmte Gehaltsklassen sich immer weiter von dem, äh, von dem entfernen, wie früher die Verteilung war und, ähm und ich glaube, auch wenn man jetzt sagen, sie müssen bestehende Instrumente, dass man da eingreifen muss. Die SPD hat zum Beispiel jetzt ein Konzept vorgelegt, wie sie die Einkommenssteuer reformieren will. Wenn man da genau hinschaut, ist die Entlastung so gering für die unteren Einkommensklassen. als wenn man irgendwie einen Spitzensteuersatz oder sonst irgendwas und da ist es natürlich äh, schon, also was, wenn jetzt einer mit 200 Euro im Jahr entlastet wird und äh, weil er dann ja. die höheren Einkommen, das bringt nicht viel. Also ich glaube, man muss an die Vermögen ran, weil ja, da das ist die eine Herausforderung für die SPD, sondern auch für die Konservativen. Und Absolut, in Frankreich Absolut. soll jetzt eine Vermögensteuer wieder eingeführt werden, die Macron ja vor kurzem erst abgeschafft hat. Wir wissen noch nicht, wie das konkret ausgestaltet wird. Das Problem des <laughs> Unternehmens. Das Unternehmenseigentum, wie wir an das hingehen, das Kapital sollte nicht geschwächt werden. Wir müssen uns eher dann die Frage stellen: Wieso flieht so viel Kapital aus dem europäischen Raum, wieso investieren wir dann nicht mehr? Wieso haben wir seit 30, 40 Jahren Diskussion, dass Arbeitnehmer nicht stärker an solchen Einkommensquellen beteiligt sind, wo historisch ganz klar ist, dass das Lohneinkommen einfach sinkt, auch aufgrund technologischer Entwicklung. Also, das sind nach wie vor Punkte, die wir eigentlich kennen, die wir nie richtig politisch adressiert haben. Und Was ist mit der Erbschaftssteuer? Ist das legitim? Das ist meiner Ansicht nach legitim. Da könnte man ansetzen. Da kann man Regelungen auch für Unternehmen finden, ohne dass wir wirtschaftliche negative Konsequenzen haben. Das ist der Startschuss auch von Gerechtigkeit. Und da könnte man deutlich massiver reingehen. Diese Summen haben Sie vorher angedeutet, die jährlich auch vererbt werden. Das halte ich auch für durchaus gerecht, um sozusagen nicht den gleichen Startpunkt zu erreichen, aber zumindest eine gewisse. Ausgleichfunktion auch zu haben. Da gibt es ganz intelligente Vorschläge. Ich würde eher an solchen Phasen im Leben ansetzen. Das finde ich dann auch legitim und ich glaube, da ist da die Unterstützung auch. Deutlich höher? Ich weiß nicht. Sie ist politisch auch nicht ganz unheikel. Weil natürlich jeder glaubt, Keine. es ist sozusagen äh, hm. das Haus, was man seinen Kindern vererben will, ist weg oder sonst. Also es ist eine, um die geht es ja gar nicht. Eben. Aber es ist eben eine schwierige, politisch eine schwierige Diskussion. Gut, schwierige Diskussion. Wir hatten eine sehr gute Diskussion äh, hier im Studio heute. Und damit sind wir am Ende von Brüssel, meine Liebe. Vielen Dank an Timo Lehmann und Peter Hefele. Äh, vielen Dank an unsere Zuschauer zu Hause. Wenn Sie die Unterhaltung fortsetzen möchten, egal zu welchem Thema, schreiben Sie an Brüssel, meine Liebe, at Euronews.com oder kontaktieren Sie uns in den sozialen Medien. Das war's für heute. Ich bin Stefan Grube. Ihnen eine angenehme Woche. Bis bald.